Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mein Name ist Franconia. Danke, dass du da eingeschaltet hast. Und heute geht es weiter, Freunde. Wir suchen hier einen Diamanten, hier soll es angeblich einen geben. Laut der ersten Mission. Ah, und ich weiß nicht wo. Könnte ja eigentlich hier überall sein. Ich werde hier nicht mehr lang suchen. Ich werde vielleicht 5 Minuten oder so. Werde ich hier noch Zeit in Anspruch nehmen für das. Mehr aber auch nicht mehr. Ich könnte hier noch mal das Fernglas rausholen. Da hinten ist ein Kraut. Das markieren wir doch mal. Das markieren wir mal. Was haben wir noch hier? Das ist auch noch was, ne? Marker placed. Naja, wenn wir hier schon keine Diamanten finden, dann wenigstens ein bisschen Grünzeug. Können wir natürlich auch alles sehr, sehr gut gebrauchen. Ansonsten ist es hier wirklich schwer, einen Diamanten zu finden. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Hier unten vielleicht. Also, dass das auch schon nicht eingezeichnet ist. Also, der Schwierigkeitsgrad, finde ich persönlich, ist da schon hier ein bisschen herausfordernd eigentlich. Zumal für die Spieler, die ja noch nicht so Metal Gear Solid gespielt haben. Jetzt so markiert auf dem Radar, wie jetzt zum Beispiel bei The Witcher, ist es hier nicht. Und da ist es zu weit weg. Das muss also hier wirklich hier irgendwo sein. Alter Schwede. Hey, das ist bestimmt so an so einem Ort, wo ich schon tausendmal bestimmt jetzt vorbeigelaufen bin. Kann ich die Dinger kaputt machen? Ist hier was drinnen? Nein. Ich denke immer, hier blinkt was. Dabei ist es hier immer die Grafik, die ein bisschen hier einen Strich durch die Rechnung macht. Tondinger kaputt machen, aber bringt auch nicht viel. Hier gibt es ja auch keinen Eingang. Ich habe eher gedacht, dass das so eine unterirdische Mine ist. Und jetzt ist wieder hier Sandsturm. Alter, das sieht schon richtig cool aus. Und auch der Sound wie ein richtiger Sandsturm. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie ein Sandsturm so in Wirklichkeit sich anhört. Aber ich denke mal, das kommt doch hier ziemlich, ziemlich nahe. Alter Schwede. Ich weiß nicht, das ist hier bestimmt an so einer Säule irgendwo. Dieser Diamant. Wie gesagt, ich habe gesagt, 5 Minuten gebe ich mir hier. Dieser Folge, den Diamanten zu finden. Aber durch den Sandsturm habe ich jetzt hier keine Chance. Und jetzt ist er wieder weg. Jawohl. Gut. Ist er vielleicht hier da unten irgendwo?
Aber das ist ja echt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen in dieser Open World, in dieser riesigen Welt von Metal Gear. Hier vielleicht, aber hier ist auch nichts. Also ich vermute ja wirklich, und die 5 Minuten sind jetzt auch schon hier rum wieder. Ich vermute hier wirklich, dass hier ist hier irgendwo im Umkreis hier von 10 Metern. Aber ich bin wieder zu blöd, das Ding zu finden. Wie gesagt, bestimmt schon x-mal dran vorbeigelaufen. Ach ja, okay. Was soll's. Ist hier noch was, aber auch nicht. Oder nehmen wir halt die Pflanze mit. Wermut. Wormwood, also known as Absinthium. That's used to make your phantom cigars. Die habe ich total, die habe ich ja gar nicht gesehen. Verdammt, Freunde, verdammt, verdammt, verdammt. You have arrived at your destination. That's tarragon, a type of medicinal plant. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative. That's the active ingredient in Phantasma. Ich finde es auch cool, dass man hier auch ein bisschen was lernt. Estragon zum Beispiel. Habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass man das auch als Heilpflanze nehmen kann. Ich kenne es halt wirklich nur aus der Küche. Aber okay. Wenn Müller das sagt, wird es schon stimmen, ne? Okay, was soll's. Gehen wir zurück zur Mother Base. Wir gucken nochmal neben mir Operationen, wie das geklappt hat. Hat geklappt, Fortschritt. Holen Sie einen Soldaten mit Dolmetscherfähigkeiten für Russisch auf. Gut, hätten wir ja auch eigentlich. Und dann gehen wir doch mal wieder zurück zur Mother Base. Ich gehe mal auf die Missionen. Hubschrauber. Please select a landing. Ja, die Frage ist nur wo, ne? Ach, gibt's gleich hier? Nehmen wir das doch gleich. Support helicopter requested. Nehmen wir das doch gleich. Die Horse wird natürlich auch wieder mitkommen. Oh, wir müssen doch über den Hügel. Die Horse eigentlich mitnehmen können. Eigentlich schade, dass ich jetzt. Extraction arrived at Mother Base. Eigentlich wirklich schade, dass ich jetzt die Diamanten nicht gefunden habe mehr. So, Hubi-Schrauber bzw. Heli. Yeah, Baby. Ich finde es ja ziemlich, ziemlich cool. Schaue ich mal, ob hier auch die Bäume, ob die da auch ein bisschen kräftiger wehen, wenn der jetzt mit dem Heli kommt. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. Ja, tatsächlich. This is Pequot. On station at LZ. Sehr cool. Auf zum Mother Base. Wir genießen den Ausflug. Nein, da unten sind Schafe. Fuck. Das wollte ich doch mitnehmen. Was soll's, beim nächsten Mal. Das mag ich nicht Bescheid eigentlich. A long time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. Ich
Hätte ich auch machen, den Feind herbeiloggen. Halten Sie die Ruftaste gedrückt, um das Menü zu öffnen, wenn Sie klopfen, anloggen. So erzeugen Sie ein Geräusch mit Ihrer Prothese und erregen die Aufmerksamkeit des Feindes. Sie können auch die Unterstützungswaffe leeres Magazin benutzen, um für eine Geräuschablenkung an einen anderen Ort zu sorgen. So haben Sie die Möglichkeit, Feinde wegzuloggen, die Ihnen den Weg versperren. Come back! Mitch, here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger? Uh-huh. Like this. You know, I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I'd say we got a true diamond dog on our hands. DD, right? Ocelot raising hounds. Come on, Didi. Oh, ihr guckt mal, wie der tapst. Och, ist der süß. Snake pfeift sich erstmal eine Zigarre hinter. Alles in Bearbeitung. Hallöchen, mein Freund. Welcome home, Boss. Was bist du für eine? Servus. Ja, jetzt laufen hier schon doch einige mehr rum. Und ich gehe erstmal unter die Dusche. Ich schaue ja aus. Oh, ich finde ja den Hund total süß. Ich bin ja sowieso so ein tierlieber Mensch. Ach, ist das schön, dass für sowas auch noch Zeit bleibt. Während den ganzen Kriegseinsätzen. Kann ich hier was machen? Nee, ne? Ich könnte mal hier meine Kameraden alle begrüßen wieder. Sagen, dass der Chef wieder daheim ist. Natürlich. Ich kann hier aber leider noch nicht viel machen. Ne? Eigentlich sehr, sehr schade. Feel nice, right? Boss, that puppy you saved, he's family now. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön, das gefällt mir jetzt total. Redet nur weiter, Männer. Up early, huh, Boss? Klar. Der frühe Vogel, kennst du schon, oder beziehungsweise hier der frühe Hund. Cargo Landzone. Da weiß ich auch noch nicht, was ich hier so alles machen kann damit. Was war das jetzt? Alter, ich kann hier hoch. The pipes, huh? They're strong enough. Could make for a nice shortcut. Haha, ist das cool. Hey Jungs. Kann ich dann da auch runterklettern? Sehr cool. Wie cool das aussieht, wie der da runterläuft, ne? Wie der da runterklettert.
jetzt in den Tod stürzen, das wär's doch, ey. Die haben wieder die Rettungsboote. Und das sind hier nur zwei Stück auf der Motherbase, das ist nicht ein bisschen zu wenig. Hier auf dem Hauptbasis kann ich nichts machen, ne? Ich finde es sowieso schade eigentlich, dass ich hier noch nicht zu viel machen kann. Beziehungsweise hier Motherbase. Personalverwaltung. Können wir jetzt mal schauen, wie hier dem Dolmetscher. Englisch. Hier Golden Shark. Gesundheit. Die sind noch alle so schlecht, ne? Nein, das wollte ich nicht. Gibt es hier noch Neues? Wie kann ich die? Also ich habe das noch nicht so raus. Russisch, Englisch. Hier, Dolmetscher, Russisch. Was war da jetzt gestanden? Das habe ich nicht aufgepasst. Der Unterstützungseinheit zuweisen, um simultane Übersetzung von Russisch zu ermöglichen. Alles klar, machen wir. Select Unit. Staff assigned. Oh, hat es geklappt, ja, ne? Wo lese ich das jetzt, dass denn der Unterstützungseinheit ist? Ist der jetzt da? Ja, genau, ist er da. Wunderbar, sehr schön. Dann kann es ja nur noch besser werden. Datenbanken, was haben wir hier? Enzyklopädie, was haben wir noch? Da haben wir bestimmt Diamond Dog, oder? Ist das der Grauwolf? Streifenschakal. Diese Schlangen erinnert mich ja total an Snake Eater. An den dritten Teil. Da konnte man ja auch Schlangen sammeln. Beziehungsweise Wermut. Auch als Artemisia Absinthium bekannt, wird seit ein sein als Antipharasidium. Das hatten wir, glaube ich, schon mal uns angeschaut. Gut, Sammlung. Haben wir da vielleicht noch Baupläne? Wichtige Gegenstände. Wo finde ich das alles? Poster. Also ich finde es ein bisschen doof, dass ich hier leider keine Hinweise. Im Wartebereich, was haben wir hier? Warte mal. Entwicklungsteam, Unterstützungseinheit. So, dann gehen wir mal wieder. Nee, hier oben nach oben wollte ich nicht. Ist das so ein Plakat? Nee. Aber ich glaube, ich weiß schon wieder, da werden bestimmt irgendwie wieder so japanische Models oder sowas in der Art, wie es ja auch in den Vorgängerteilen war, die in Schwinz gehängt sind etc. Ich würde ja gerne mal da ganz oben laufen, aber da komme ich leider noch nicht rauf. Heps. So. Ja, gut, ne? Hätte ich gesagt. Machen wir doch hier wieder eine kleine Pause. Hier müsste ich doch hochkommen, oder nicht? Boss, if you need supplies, let us know. Danke dir, mein Freund. Aber ich suche hier irgendwie. Ah, hier kann ich leider noch nicht hoch. Hier kann ich die weiterentwickeln? Das scheiße. Boss, we don't have enough medicinal. Ja, ich habe doch wieder was besorgt jetzt bei der kleinen Nebenvision. Kann ich hier rauf? Hey, Soldat!
Good to see you, boss. Das ist schön, immer die Moral hier oben halten, ne? Na, hier komme ich leider nicht hin. Da geht's, denke ich, auch nicht weiter, ne? In die Türen komme ich auch nicht rein. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt reinkomme. Aber schon ziemlich cool. Ja, dann gehen wir halt wieder. Train with me, boss. How about it? Trainieren. Ah, cool. Where are your friends? Sehr schön. Zufrieden? Oder wir können uns ein bisschen... Thank you, boss. Kein Problem, Jade Tree Frog. My beastie. So, jetzt gehen wir da runter. Und dann machen wir doch wieder hier eine kleine Cut. Ich finde, sowas muss auch sein, aber die Folge fand ich jetzt schön. Egal, was ihr alles sagen werdet, ob es euch langweilig war, ich fand es jetzt wirklich sehr, sehr schön mit dem Hund. Ah, jetzt haben wir einen Hund. Wow, wow. Sehr schön, liebe Freunde. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Macht's gut. Servus.